Wir sind hier auf der Webinale 2018 in Berlin. Ich bin Hartmut von Entwickler.de und bei mir sind ja, Dennis Reimann und Jan Persil, ja, UI-Designer, UI-Entwickler, ja, mit verschiedenen Rollen, glaube ich. Du bist eher die Entwickler. Genau, richtig. Ich bin freiberuflicher Softwareentwickler aus Bremen und Jan ist freiberuflicher Designer aus Hamburg. Genau, und darum soll es jetzt auch gehen, UI-Entwicklung, UI-Design. Ihr habt jetzt gerade einen Talk namens UI First. Also da ging es tatsächlich darum, ein Webprojekt zu entwickeln mit der Idee, zuerst das UI-Design zu machen, zu denken, umzusetzen. Wie geht ihr da vor? Also ihr kommt, wenn ihr sowas machen müsst, in ein neues Team, ein Projekt, E-Commerce-Seite aufsetzen. Was macht ihr da? Genau, also Hintergrund des Talks ist eigentlich, dass wir vieles von dem, wie es klassischerweise stattfindet, in Frage stellen und da Alternativen zu aufzeigen wollen. Beispielsweise spielen bei uns in der UI-Entwicklung Layouts, wie man sie klassischerweise aus Photoshop kennt, nur noch begrenzt eine Rolle. Und wie wir das ersetzen, kann Jan vielleicht gerade mal erläutern. Ja, also du hast schon gesagt, UI-Designer, UI-Entwickler, das ist der Grund, warum wir überlegt haben, was für einen Begriff können wir dem eigentlich geben, weil dieses Zusammenarbeiten so ein Punkt ist und da sind wir eben auf dieses UI-Engineering gekommen. Da ist so das User-Interface drin, da ist aber auch ein bisschen Engineering drin. Das klingt nicht zu sehr nach Design, nicht zu sehr nach Entwicklung. Das war so der Sweet Spot, den wir da auch treffen wollten. Und für diesen Weg der Umsetzung oder den Weg da rein ist eben so einer der Punkte, wo wir sagen, na, diese klassischen Layouts sind eigentlich das Ding, was zwar am Anfang noch nett ist und so auch die Art und Weise, wie das immer funktioniert hat, aber die ganz schnell in so eine Sackgasse laufen. Die sind schwer zu aktualisieren, die sind schwer auf Höhe zu halten. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann versuchen wir eben über so einfachere Tools im Moment da reinzugehen, wie eben zum Beispiel Style-Tiles, in denen man schon mal die Anmutung rüberbringen kann, in denen man eine Art Farbform, Typografie, Anmutung kommunizieren kann und über die man auch diskutieren kann, ohne dass so die übliche Diskussion über der Button soll aber 3 Pixel größer und dies soll aber 2 Zentimeter weiter nach links geführt werden müssen. Was ihr auch erwähnt hattet, eben Layouts à la Photoshop sind quasi tot. Ja. Jedenfalls hat das Probleme, wenn man schnell auch was effizient machen will. Mockups, Prototyping war auch noch nicht. Geschichte. Genau, wir versuchen eben diese Style-Tiles, die Jan gerade auch schon erwähnt hat, dazu zu nutzen, möglichst wenig tote Endprodukte zu erzielen, sondern wir versuchen uns halt möglichst nah an das eigentliche Endprodukt, in unserem Fall sind das ganz oft Websites oder Web-Applikationen, dahin zu bewegen und eben halt gerade die Tools, die auch mittlerweile die modernen Browser alle liefern, zu nutzen, um halt dort eben zu prototypen, Dinge entstehen zu lassen, die dann schon wahnsinnig näher am Endergebnis dran sind, als eben so ein Photoshop-Layout. Jetzt kommt ja tatsächlich in so ein Projekt rein, denken wir uns mal die Szene, die vielleicht auch klassisch arbeiten, gewohnt sind, das mit Layouts zu machen. Wie überzeugt ihr diese Leute da eben anders zu denken, anders zu arbeiten? Jetzt kriege ich das Mikro, klar. Ja, ich kann den Ball auch gerne nehmen, weil unser Weg da rein tatsächlich ist, über das Ergebnis und wirklich auch die Effizienz, mit der es erzeugt wird, zu arbeiten und zu argumentieren. Ich glaube, einer der wichtigen Punkte ist auch zu gucken, warum werden wir denn eigentlich auch an solchen Stellen mit abgeholt oder warum will man uns in den Projekten haben? Und einer der Punkte neben eben dem Thema Effizienz ist sicherlich auch der Part, dass an vielen Stellen Leute vielleicht über einen Talk oder eben auch ein Interview wie jetzt irgendwie so das Gefühl bekommen, Mensch, irgendwie da gibt es ja andere Wege und wo dann eben auch geguckt wird, wie können wir das denn umsetzen? Also manchmal ist es gar nicht so sehr das Thema, wie kriegen wir Leute überzeugt, denn wir wollen gar nicht überzeugen. Wir machen das so, wie wir arbeiten und wir meinen, dass das besser ist und wir sind auch total froh über Input, wo Sachen optimiert werden können. Aber viele sind eben dann so, dass sie auf uns zukommen und sagen, Mensch, ihr sagt, ihr wollt es besser machen. Ich bin aber jetzt in der Situation, wir machen das so alles mit den Layouts und der Chef sagt, das ist so, dass wir das so machen sollen. Wir haben das immer so gemacht. Wie können wir denn da rangehen? Und das ist dann eigentlich eher so der Part, dass oft da so ein Wunsch ist, Dinge auch zu optimieren und irgendwie anders hinzubekommen, weil schon oft das Gefühl da ist,
irgendwas stimmt da nicht. Wie kriegen wir das optimiert und wie können wir das anfassen? Also es ist oft viel eher die Frage nach, wo kriegen wir einen Griff an diese Thematik ran und wie können wir erste Schritte in diese Richtung machen, als dass wir hingehen müssten und große Überzeugungsarbeit leisten müssten. Also man merkt dann doch relativ schnell, dass da irgendwie ein Verständnis auch da ist. Ja, so ein Klassiker ist ja, deshalb sitzt ihr auch da mit einem neuen T-Shirt, einem neuen Namen, Klassiker halt, die gemeinsame Sprache zu finden zwischen Designern und Entwicklern und eventuell auch noch anderen Stakeholdern. Ja, wie schafft man das, dass die jetzt irgendwie ein gemeinsames Konzept im Kopf haben? Im Vortrag sind wir auf verschiedene Workshop-Formate eingegangen, die eben genau das ermöglichen. Also wenn wir sagen, dieses klassische Deliverable einer Photoshop-Datei, die dann über den Zaun geworfen wird zu den Entwicklern rüber, das fällt weg, das wollen wir nicht mehr, sondern wir wollen quasi Austausch, wir wollen alle an einen Tisch bringen, dann zahlen eben auch diese Workshop-Formate wie beispielsweise dieses Component-Cutout, was wir gezeigt haben, oder auch das gemeinsame Paper-Prototyping von Konzeptern, Entwicklern und Designern eben genau darauf ein, eine gemeinsame Sprache zu entwickeln und da eigentlich die Projektlingo zu entwerfen. Kannst du vielleicht mal erklären, für die, die den Talk jetzt nicht gesehen hatten, also Cutouts? Genau, beim Cutout stellen wir uns vor, nehmen wir mal den Relaunch. Ich habe schon eine Seite, ich drucke mir alle meine verschiedenen Seitentypen aus, schneide die kleinen Komponenten jeweils aus, sowas wie Headlines, Buttons oder auch größere Elemente und werfe die alle auf einen Haufen. Und dabei entsteht beispielsweise auch, dass man ganz viel Redundanzen über die verschiedenen Seiten hinweg sieht, eliminiert und durch diesen Austausch, der da beim Strukturieren dieser Komponenten entsteht, spricht man zwangsläufig drüber und findet so eine gemeinsame Sprache. Ich glaube, einer der Punkte, die da auch noch reinkommen, und das geht auch noch mal so ein bisschen in die Richtung, wie können solche Arbeitsweisen übernommen werden, das, was hier passiert bei so einem Component-Cutout-Workshop, wo man eben einfach sammelt, was haben wir denn alles, ist, dass Leute da noch Nebeneffekte haben. Sie merken plötzlich, Mensch, das ist ja Wahnsinn, wir pflegen ja gerade irgendwie 4 verschiedene Kontaktformulare oder wir haben ja wirklich 17 verschiedene Headline-Typen. Muss das denn sein? Man räumt auf und man merkt plötzlich, warum haben wir vorher über Monate oder sogar Jahre Zeit investiert, 4-mal dasselbe zu entwickeln, zu pflegen und auch noch lauffähig zu halten. Das heißt, diejenigen, die mit der Zahlenbrille darauf gucken, sagen ganz schnell, das ist ja wirklich Wahnsinn. Hier können wir ja Effizienzen nutzen und vor allem oder Effizienz ausbauen und Synergien nutzen. Und das ist dann so ein Part, wo auch das Thema, wie kriege ich das da rein, wieder ganz schnell mit reinspielt. Dennis hat ja auch gerade schon angedeutet, diese Komponenten auszuschneiden und dann eben an den Start zu bringen. Wichtig ist an sowas dann eben, wie bekomme ich das in so ein Unternehmen rein, dass die Leute merken, Mensch, da tut sich was. Und das ist dann eben im Zweifel auch, dass man sagen kann, wir haben jetzt aus diesen 17 Headline-Typen, haben wir 4 wesentliche gemacht, auf die haben wir uns auch meinetwegen gemeinsam geeinigt in so einem Workshop und damit legen wir los. Das heißt aber auch, wir können ganz schnell 4 solcher Headlines entwickeln und wenn die entwickelt sind, dann haben wir auch gleich was da. Also wir sprechen immer so davon, in solchen Projekten gibt es im besten Fall keinen Launch mehr. Also in dem Moment, wo die erste Komponente da ist, sind wir live. Zwar nur mit einer Headline, aber die kommt dann eben nach und nach ins Laufen so. Und je mehr von diesen Komponenten da sind, desto mehr sieht man auch. Und das ist dann vielleicht auch der Part, wo es interessant wird, diese Arbeitsweisen reinzubringen. Denn da sind schon Ängste manchmal da, zu sagen, aber wir wollen erst ein fertiges Layout. Wie kann ich denn eine einzelne Headline überhaupt beurteilen? Das kann ich gar nicht abnehmen. Also dieses Abnahmethema kommt an solchen Stellen natürlich auch schnell mal rein, wenn man es gewohnt ist, den Stempel und das fertige, ausgedruckte Layout zu machen und dann vom Geschäftsführer unterschreiben zu lassen. Das ist natürlich was anderes. Jetzt sind wir schon mitten in der Entwicklung, also im Schritt vom Design, auf das man sich jetzt möglichst geeinigt hat in einem Workshop, wo viele am Tisch sitzen und eben einfach mal informiert sind. Wie kommt man von diesem Konzept hin tatsächlich zu der lauffähigen Webseite? Ihr habt da ja einige auch Ideen umgesetzt mit eigenen Pattern-Libraries. Ja. Genau, also tatsächlich, wir haben eben das Wort Komponenten ja schon ganz oft angebracht, ist halt eben eine Pattern-Library so ein Ort, wo sich diese Komponenten gut sammeln lassen und auch wieder die verschiedenen Gewerke mit an einen Tisch holen, eben weil dort alles zentral stattfindet, sei es die Dokumentation, der Designer hat dort die Möglichkeit, die Dinge in den verschiedensten Breakpoints beispielsweise zu betrachten oder der Entwickler sieht, welchen Code er einsetzen muss, um eine Komponente in Anwendung zu bringen.
Genau, also da ist tatsächlich die Pattern Library der Ort, den wir dafür nutzen, um, wie wir es immer nennen, ein gemeinsames Lagerfeuer für alle am UI-Beteiligten zu erzeugen. Das ist dann auch nichts, was von der Stange kommt, sozusagen. Oder ist da irgendwo auch sowas wie Bootstrap, React, Angular, so ein fertiges System mit denkbar? Also insgesamt kommt das natürlich immer wieder darauf an, was in dem Projektkontext eingesetzt werden muss an Tooling. Nichtsdestotrotz haben wir beispielsweise bei diesem Pattern Library Generator, den wir selbst gebaut haben, die UI Engine, Wert darauf gelegt, dass es sich halt eben beispielsweise mit verschiedensten Templating-Sprachen oder in verschiedensten Projektkonstellationen einsetzen lässt, eben weil das genau die Szenarien sind, die wir bedienen müssen. Also da wir freiberuflich arbeiten, haben wir beispielsweise mit verschiedensten Templating-Sprachen zu tun über die Projekte hinweg. Und genau, also das war uns da sehr wichtig. Wie sieht es mit Tools aus? Also welche Tools helfen euch dabei? Also Tools sind, glaube ich, an der Stelle angefangen eben mit so einfachen Sachen wie wirklich Papier und Stift. Das muss man manchmal auch erst erklären. Also wir haben das ja eben auch schon angedeutet, es ist durchaus so, dass dann erstmal verwunderte Blicke kommen, wenn man dann irgendwie so erste gemeinsame Arbeitssessions macht und wirft halt ein 500er Paket mit Papier auf den Tisch und eine Handvoll Addings. Das ist ein Part, aber dann kommen wir auch relativ schnell dahin, dass wir eben einerseits Sachen möglichst, also in Form von so Komponenten, Templates in eben die UI-Engine überführen. Was wir auch benutzen irgendwie, also aus meiner Designperspektive zum Beispiel, den Weg an, wie sieht das Ganze später aus, heranzuführen, das ist so ein Ding. Also ich persönlich bin ein Sketch-Nutzer, ich bin nicht in einem Adobe XD-Kosmos unterwegs, so. Das ist jetzt einfach, weil ich das länger nutze und da ab und zu mal rüberschiele. Das ist so einer der Parts. Ich glaube, was ganz, ganz wesentlich ist, ist auch, dass vielleicht ich als Entwickler, also jetzt sage ich schon fast falsch, ich als entwickelnder Designer, sagen wir mal so, dass ich eben auch den Code aufmachen kann. Und wenn ich so mal zurückgucke auf die letzten Projekte, dann ist das durchaus so, dass ich als Gestalter, dadurch, dass wir viele der Sachen sehr, sehr stark strukturieren, also sprich Farben auch irgendwie sauber Kapseln in Variablen weglegen, die ich auch mit entscheide. Letzten Endes, wie wollen wir das nennen und dass wir auch darüber sprechen, wie machen denn so Systeme sowas aufzusetzen sind, verstehe ich die auch als Gestalter und kann mich besser mit einem Entwickler austauschen und dann traue ich mich im Zweifel auch logischerweise rein, mal in den Code zu gehen. Und ja, dann gibt es mal so Situationen, da fehlt plötzlich dann in dem E-Shop auf dem Tablet der Header, so dann. Ja, dafür gibt es halt irgendwie so Situationen wie in Git, wo man dann auch mal zurückdrehen kann oder wo man irgendwie sieht, Mensch, da ist irgendwo was schiefgelaufen, so was der Designer gerade verbockt hat. Aber im Zweifel ist das nichts, was das Bein bricht. Also da sind wir vielleicht auch näher manchmal, also wir im Sinne von wir als Design-Gewerk gefragt, da Richtung der Entwicklung ein bisschen zu gehen. Die Entwickler, und jetzt habe ich mit Dennis jemanden, der irgendwie seit Jahren irgendwie sehr geduldig ist und aber eben auch sich hinsetzt und sagt, naja, dann lass uns das zusammen machen. Und im Normalfall ist es immer dazu gekommen, dass das beste Tool zurückkommt auf seine ursprüngliche Frage, das gewesen ist, dass wir zusammengesessen haben und vor allem Dinge besprochen haben. Denn dann gibt es plötzlich so Sachen, die kommen aus der Designwelt, die sind in den normalen Tools, also sei es ein Sketch oder ein Photoshop oder was auch immer, gar nicht enthalten, aber ein Entwickler kann die relativ gut umsetzen, weil die ein System sind. Und der Designer kennt dieses System von ganz woanders vielleicht, er möchte es auch gerne nutzen. Das Tool würde uns jetzt gar nicht helfen, weil es das nicht anbietet. Aber wir zusammen können uns was überlegen, dass das funktioniert. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Part daran, dieser Austausch. Genau, das würde ich auch nochmal unterstreichen. Also solche Gespräche sind dann halt eben der Punkt, wo wirklich Designkonzepte zu Code werden, welcher dann wieder zu der einen Quelle der Wahrheit wird. Das Lagerfeuer als Tool sozusagen, Genau. ein bisschen Kommunikation. Ja. Vielleicht machen wir noch abschließend eine Runde. Ihr seid schon lange dabei, mit UI beschäftigt, mit dem Thema aus Design- und Entwicklerperspektive. Welche Trends sind jetzt aber gerade momentan für euch spannend? Vielleicht ein Highlight, was euch gerade momentan bewegt aus Designsicht, aus Entwicklersicht? Also eingangs im Talk haben wir gesagt, dass beispielsweise so Themen wie nutzerzentriertes Design oder Prototyping das eigentlich auch erforderlich machen, dass man heutzutage so arbeitet.
Und ich würde sagen, wenn das wirklich eine Technik oder ein wichtiger Hammer im Werkzeugkasten ist, dann ist beispielsweise sowas wie Prototyping für uns enorm wichtig. Deshalb haben wir beispielsweise bei der UI Engine auch so Wert drauf gelegt, dass sich Dinge halt eben rapide prototypen lassen und wir Dinge einfach schnell ausprobieren können, weil heutzutage zählt nicht mehr, sich wirklich im stillen Kämmerlein ganz viel Gedanken darüber zu machen, was ich bauen will, sondern ich muss das halt am Nutzer direkt testen, um die Wahrheit zu erfahren und die besten Ergebnisse zu erzielen. Ich würde mich da grundsätzlich bedingungslos anschließen. Ich glaube, was wichtig ist, ist einfach, und das kann man schon entdecken, dass das passiert. Leider an vielen Stellen noch zu wenig. Ich glaube, dass die jeweiligen Gewerke und somit wahrscheinlich auch das Ausbildungsthema damit reinkommen. Wenn ich mir angucke, wie nach wie vor Designer ausgebildet werden an manchen Schulen und vielleicht Universitäten, Fachhochschulen, dann sind das manchmal noch sehr, sehr realitätsferne Arten und Weisen, wie das getan wird. Also realitätsfern im Sinne von, das sind nicht Best Practices, die dort gezeigt werden, sondern manchmal leider bitterlichst veraltete Dinge. Und der Trend dahin zu gehen, dass Leute anfangen, sich auch umzugucken und sich auch trauen, aus anderen Gewerken Dinge in die Hand zu nehmen, nämlich mal einen Code-Editor aufzumachen als Designer und zu merken, dass man vielleicht Sachen schneller erstmal fertig kriegt und sich dann aber um die eigentlichen Dinge kümmern kann. Also mehr Zeit zu investieren, meinetwegen in wirklich gute Icons, statt weil man wieder keine Zeit hat, was von der Stange zu nehmen, was aber eigentlich nicht so richtig passt. Oder eben einfach wirklich sich Gedanken darum zu machen, ist für diesen Kunden, für diese Aufgabe vielleicht mal was, was nicht normal ist. Wie kriege ich das besser abgebildet? Und das kann man schon an einigen Stellen sehen, dass Frameworks und fertige Dinge einem Arbeit abnehmen und dass da weitergearbeitet wird, dann spezifisch auf den Fall. Das ist noch viel zu wenig. Dafür werden die Leute noch viel zu wenig trainiert, dass sie das tun. Aber das ist das, was eigentlich so die große Chance ist. Denn ganz ehrlich, die Template-Monster.com und wie sie alle heißen da draußen, die bieten das alles für einen Dollar an. Die eigentliche spannende Arbeit ist doch, dass wir uns wirklich damit auseinandersetzen und sagen, so und so können wir es wirklich noch besser machen. So ist es nicht von der Stange, sondern so ist es so, wie es sein soll, so wie es erwartet wird und wie es am besten funktioniert. Und das sieht man an Stellen, aber leider noch nicht genug. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Part, warum wir versuchen, diese Arbeitsweisen da reinzubringen, um mehr Zeit zu haben für das, was eigentlich wichtig ist. Und eben Stichwort Best Practices könnt ihr euch anschauen. Hier steht schon uiengineering.de, da sind jede Menge auch Podcasts und Artikel drauf. Lohnt sich, da mal ein bisschen umzuschauen. Vielen Dank für das Gespräch. Wir danken. Danke. Und ja, viel Spaß hier noch auf der Biennale. Besten Dank. Ciao. Ciao.